Wenn du dich selbstständig machen willst, dann darf ich dir eine inoffizielle Checkliste Existenzgründung geben. Also nicht das unbedingt, was du bei der Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer bekommst, wo in der Regel Angestellte sitzen, die dir Empfehlungen geben, sondern ich spreche heute aus Unternehmersicht darüber, was wirklich wichtig ist, wenn du nicht ein Unternehmen gründest, sondern deine erste Selbstständigkeit, von der du auch leben willst. Denn dann sprechen wir von einer Existenzgründung. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Berater, sondern selbst auch Unternehmer und Gründer. Ich habe über 17, inzwischen 18 Firmen gegründet und weiß deshalb aus der Praxis, worauf es ankommt, was man falsch, aber auch richtig machen kann. Das Wichtigste, was ich in über 20 Jahren Selbstständigkeit und Unternehmertum gelernt habe, ist, auf das Leid zu schauen. Denn ein Kunde kauft nicht aus Mitleid bei dir, genauso wenig wie ein Fisch an den Angelhaken anbeißt aus Mitleid für den Angler. Ein Kunde kauft bei dir nur, wenn er entweder einen Leidensdruck hat, und zwar einen möglichst hohen, oder wenn der Kunde eine Leidenschaft hat, eine möglichst hohe Leidenschaft. Dann ist er bereit, tatsächlich sich dir anzuvertrauen und deine Produkte, Dienstleistungen und Lösungen zu erwerben. Egal wie gut also Zahnärzte ausgebildet sind, in der Regel gehen die wenigsten Menschen dort vorbei und sagen, lieber Herr Doktor, ich habe hier ein bisschen Geld rumzulegen, Sie brauchen es sicher für Ihren nächsten neuen Porsche, hier haben Sie 2000 Euro. Ach, und wenn Sie schon das Geld haben, dann machen Sie mir doch einfach eine Wurzelkanalbehandlung. So rum läuft es nicht. Die Menschen gehen zu einem Arzt, weil sie ein Leid haben, Zahnschmerzen. Oder sie kaufen sich ein Auto, weil sie eine Leidenschaft für Autos haben. Und deine Aufgabe ist es, zunächst mal eine wachsende Volksmenge zu suchen von Menschen, die Leidensdruck oder Leidenschaft haben. Und natürlich auch zu überlegen, wo treffen die sich? Also wo ist der Marktplatz, wo diese Zielgruppe sich aufhält, um danach mit denen auch in Kontakt treten zu können? Und wenn du schon dabei bist, dir eine Liste zu machen mit den Leidensdruck- oder Leidenschaftsthemen, dann achte aber auch, dass die Volksmenge, also der Markt insgesamt, nicht schrumpft, sondern wächst. Wenn du also Kfz-Mechatroniker gelernt hast, aber du bist spezialisiert auf das Reparieren von Verbrennungsmotoren, dann wird der Markt kleiner werden. Also such dir lieber einen Markt, wo der Markt wächst, zum Beispiel auf die Reparatur oder Entsorgung von Akkus aus Elektrofahrzeugen. Die nächste Aufgabe ist, wenn du Spezialist geworden bist für das Leid der Menschen oder die Leidenschaften der Menschen, ein entsprechendes Wertangebot zu formulieren, einen entsprechenden Nutzen zu erschaffen, der so vielleicht noch nicht am Markt ist. Und erst wenn du dieses Wertangebot, diesen Nutzen erschaffen hast und weißt auch, wie er zu produzieren ist, durch Dienstleistung, durch Produktion, durch Programmierung, erst dann gehst du auf die Suche nach den Ressourcen. Und dazu gehört nicht nur das Geld, dazu gehören auch nicht nur Menschen oder ein Team, dazu gehören auch Fähigkeiten. Und jetzt kannst du dich selbst überprüfen, wie viele dieser Fähigkeiten, Ressourcen bringst du selbst mit und wie viel gilt es dazu zu kaufen oder dazu zu gewinnen durch Geschäftspartner, durch Investoren oder durch Angestellte. Wie du siehst, ist das eine ganz andere Herangehensweise, als was die meisten Menschen machen, wenn sie sich selbstständig machen wollen. Sie gucken nämlich auf sich, was kann ich? Na, ich kann zufälligerweise Blumen binden. Ach, da sind ja schon drei Blumenläden im Geschäft, da wird eine vierte auch noch hinpassen, eine vierte Bude. Und zack, steht man als vierter Blumenhändler da. Aber dieses Abgucken oder dieses von sich selbst wegdenken auf den Markt und dann den Anspruch oder nur die Hoffnung zu haben, dass der Markt mich braucht, weil ich das zufälligerweise kann, das grenzt an Wahnsinn. Also viel sicherer baust du deine Existenz auf, wenn du so rumgehst, vom Ziel abgeleitet auf dich schaust. Und jetzt kannst du die Entscheidung treffen, habe ich die Ressourcen, dann reicht es aus. Wenn nicht, will ich die erlernen. Und wenn ich nicht erlernen will oder nicht kann in der kürzeren Zeit, dann kaufe ich sie mir ein. Wenn ich also der Meinung bin, ich will eine Kfz-Werkstatt aufbauen und du hast keinen Meisterbrief, na dann such dir einen Meister und stell den ein. Wenn du eine Gastronomie aufbauen willst mit neuen Produkten, neuen Produktionsverfahren und du bist nicht Koch, dann stell dir einen Koch ein. Wenn du das also alles von deinem Ziel, von deinem Nutzen abgeleitet, die Ressourcen analysiert hast, dann ist der nächste Schritt gekommen, dass du ein Konzept, ein Strategiekonzept erstellst. Und das ist der große Unterschied zu einem Businessplan, den du dir aus dem Internet herunterlädst. Denn dieser Businessplan gilt für jemand anderen, aber nicht für dich. Wenn ich beispielsweise in meiner Situation einen Plan erstelle, wie ich ein Ziel erreiche und ich gucke auf meine Kontakte, meine Beziehungen, meine Fähigkeiten, mein Kapital und schreibe mir alles auf und ich gebe dir diesen Plan und du sollst ihn umsetzen, wirst du das schaffen? Sehr unwahrscheinlich, weil du nicht die gleichen Ressourcen hast. Das bedeutet also, der Unterschied zwischen einem Plan und einer Strategie, einem Strategiekonzept ist, dass deine momentane Ressourcen berücksichtigt werden, deine Finanzen, deine Lebenszeit, deine Motivation, all das, was du bisher dir aufgebaut hast. Und darauf basierend wird ein Plan, der für dich passt, gemacht. Das heißt, vergiss die ganzen Pläne, die du runterladen kannst, die irgendjemand geschrieben hat, völlig neutral, vielleicht für sich, aber nicht für dich.
Du siehst also, deine erste große Aufgabe ist zu recherchieren, den Markt zu beobachten. Genau das Gleiche, was auch ein Jäger macht oder ein Landwirt, der erstmal das Gelände beobachtet, bevor er seine Saat ausbringt oder die Fallen ausstellt. Also wenn du das alles recherchiert hast, vom Leid abgeleitet, die Marktgröße, das Wertangebot, die entsprechenden Ressourcen, Zeit, Geld, Personal, Lizenzen, Software, alles schriftlich niedergeschrieben und auch geschätzt hast, dann deine Strategie fertig gemacht hast in einem Finanzplan, in einem Businessplan, dann ist der nächste Schritt angekommen, eine Timeline abzubilden, sprich alles in der richtigen Reihenfolge mit den realistischen Zeitabständen, auch mit Fristen und Meilensteinen und Etappen zu versehen. Und wenn du das alles, Finanzplan, Businessplan und die entsprechende Meilensteinplanung fertig schriftlich abgebildet hast, das erkennst du dann daran, dass du auch ein inneres Gefühl von Sicherheit auch hast, dass du weißt, wo es hingeht, was der nächste Schritt ist. Dann hast du die Grundlagen geschafft, um jetzt überhaupt über eine Selbstständigkeitsanmeldung, eine Existenzgründung nachzudenken. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, also wenn du sicher gehen willst, dass du, wenn du dein Unternehmensschiff zusammenbaust, nicht irgendwas vergisst, das Ruder, den Mast, den Motor oder das Heck oder Bug, dann macht es Sinn, dass du jemand an deine Seite holst, der das schon zigmal gemacht hat. Das kann ein Mentor sein, ein Unternehmer, Business Angel, der vielleicht Kapital mitbringt. Das kann auch ein guter Coach und Berater sein, der das seit Jahren macht und sich auskennt mit der Selbstständigkeit, vielleicht auch selbst gegründet hat. Wenn du einen solchen Menschen suchst, dann kannst du jetzt gerne nicht nur das Video mit Daumen hoch liken, den Kanal abonnieren, sondern auch ein kostenfreies Erstgespräch nutzen. Denn wir beraten bundesweit Menschen dabei, ihre Existenzgründung abzubilden, vorzubereiten, umzusetzen und vielleicht die zweite oder dritte Niederlassung aufzubauen und schließlich das Unternehmen auch mit einem hohen Ertrag zu verkaufen. Ich wünsche dir nun viel Erfolg. Und klar gibt es noch viele weitere Checklisten, die an die einzelnen Punkte hier angedockt sind. Aber der wesentliche Kern deines Geschäftsmodells, den hast du heute kennengelernt. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Dein Daniel Schäfer.